Hallo, schön, dass du da bist. Ja, es ist schön zu sehen, dass so langsam alles aufbricht. Was sage ich damit? Ja, man könnte denken, na ja, was die Corona-Welle und das bricht jetzt alles auf und wir haben langsam wieder Lockerungen und so weiter. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, dass langsam immer mehr Licht ins Dunkel kommt. Und ich war nie ein Verfechter oder nie jemand, der sich gegen Wahrheiten gestellt hat von anderen, aber ich habe mich schon immer gegen Lügen gestellt. Und da bin ich echt mega dankbar, dass jetzt diese Verstrickung und Lügen an die Oberfläche kommen. Und es ist natürlich klar, wenn einige Organisationen große Geldmengen von Einzelnen oder von anderen Organisationen bekommen, dann ist es natürlich klar, dass man sich dagegen wahrscheinlich nicht unbedingt stellt und da ein bisschen was an der Wahrheit schönt. Ne, was habe ich schon in meinem Studium immer wunderbar gelernt? Traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und dann kannst du natürlich alles so schönen, sodass es dann irgendwie passt und zu deiner Wahrheit passt. Nochmal, ich bin nicht gegen Wahrheiten anderer, aber ich bin gegen Lügen. Und ja, da kann man auch an die kleinen Details gehen, Lügen innerhalb, ja, von seinen eigenen Grenzen. Zum Beispiel finde ich es immer fraglich, warum muss ich jemand anderes anlügen, sei es in der Familie, sei es den Partner, sei es Kinder. Warum muss gelogen werden? Meistens ist der Hintergrund die Angst, dass ich ja irgendwie Angst habe, mein Gesicht zu verlieren, irgendetwas zu verlieren, in dem Fall zum Beispiel die Geldquelle zu verlieren, wenn ich da nicht die Wahrheit des anderen vertrete. Aber wie gesagt, ich bin jetzt mega dankbar, dass das aufbricht. Und vielleicht solltest du auch mal dir die Minute Zeit nehmen oder die 5 Minuten Zeit nehmen oder einen Tag Zeit nehmen, um deine Wahrheit nochmal genauer anzuschauen und zu gucken, ob es nicht vielleicht das eine oder andere gibt, was du vielleicht ein bisschen korrigieren darfst. Und genau das mache ich auch. Ich korrigiere auch meine Wahrheit, weil dann kommt wieder eine Information hinzu und dann sehe ich, na, das ist ja aber doch ein bisschen anders, als ich ursprünglich dachte. Und dann ist es ja nicht schlimm, wenn man auch zu seiner Korrektur steht. Da muss ich ja nicht an alten Dingen festhalten. Und genau das ist die neue Zeitqualität, dass ich wirklich immer mehr zu meinem Kern vorkomme, immer mehr an meiner Wahrheit schraube, meine Wahrheit erkenne und möglicherweise auch erkenne, dass da ein paar Stellschrauben zu drehen sind, so dass deine Wahrheit nicht deinen Lügen gerecht wird, sondern der Wahrheit. Der Wahrheit hinter der Wahrheit. Denn nur so kommen wir weiter mit Ehrlichkeit. Und ja, das war schon immer mein höchstes Gut, Ehrlichkeit. Und vor allen Dingen mit offenem Herzen, mit Liebe und mit Leichtigkeit und mit diesen Frequenzen der Leichtigkeit und der Freude. In diesen Tagen, wo alles jetzt so tohuwabohu ist und vermeintlich ja Lockerungen sind, aber das sehen wir ja, das sind nur indirekte Lockerungen. Nimm dir wirklich die Zeit und mach Innenschau. Schau dir an, was noch zu dir gehört, was abgelegt werden kann. Es gibt einen Spruch, alles neu macht der Mai. Vielleicht ist es genau das. Zeig dir auf, was für dich wichtig ist, was deine neue Welt beinhalten soll und welche Güter da drin stecken sollen, welche Werte. In diesem Sinne, du bist viel größer als dein Körper. Entfalte dein wahres Potenzial. Bis ganz bald. Ciao, ciao.